Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, und zwar mentale Bilder verbinden. Dieses Video soll zur Anleitung dienen und jeder für sich, und jeder entscheidet auch für sich, wo er stoppt, wo er merkt, halt, hier ist meine Grenze. Wir arbeiten hier mit unserer inneren Energie, mit unserer Kraft und verbinden uns auch. Und deswegen muss jeder für sich empfinden, wo seine Grenzen liegen. Wo er aussteigt und sagt, hier bis hier. Und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund. Du erkennst an diesen Grenzen, wo du stehst und woran du vielleicht noch arbeiten musst, damit du weiterkommst. Das mal im Vorfeld, und steigen wir jetzt mal ein in eine kurze theoretische und praktische Vorbereitung. Das heißt, ich bringe mich geistig und körperlich in den Alpha-Zustand durch Entspannung. Es gibt auch noch verschiedene andere Techniken, wie man in diese Alpha-Bereich hineinkommt, von den Gehirnwellen her. Wir können auch sogenannte Anker setzen, um schneller hineinzukommen, ähnlich wie in der Hypnose. Und wenn ich dann in diesen Alpha-Bereich bin, du kannst jetzt hier in Begleitung deinen geistigen Führer an deine Seite rufen, oder manche nennen es Schutzengel und dergleichen, der dich begleitet auf deinem Weg. Ich verbinde mich mit meinen Fußsohlen, mit der Mutter Erde Gaia und mit meinem Atem beginne ich meine Reise. Ganz sanft. Umso sanfter, umso besser. Zuerst beobachten, ohne einzugreifen. Dann siehst du, wo du stehst. Mit dem Atem, die Frequenz, kannst du hineinspüren, den jetzigen Zustand ermitteln. Dann von da aus kannst du jetzt deinen Zustand merken, bemerken, ob du in diesem Alpha-Zustand bist. Jetzt gehe ich Schritt für Schritt, wie in verschiedenen Videos schon besprochen, die Chakren hoch. Zuerst gehe ich von den Fußsohlen hoch in die Knie und dann in das Wurzelchakra. Hier spüre ich hinein, spüre diese Energie, diesen Impuls. Ist der normal? Schwingt er? Wie schwingt er? Und jetzt gehe ich in das nächste Chakra hoch. Und jetzt in das nächste. Das nächste Chakra. Gleitet immer vom Atem. Innerlich ganz sanft ein und aus. Zum Höchsten, dieses Licht. Hier verweile ich ein bisschen, wie sich bei mir dieser Lichtstrahl öffnet, oder ich ihn wahrnehme,
Und jetzt gehe ich runter in das dritte Auge, also habe hier dieses Licht und verbinde dieses Licht mit meinem Herzchakra. Ich merke es am Puls, Impuls. Ich merke auch, dass mein Körper mitgeht mit dieser Schwingung vom Herz. Und jetzt richte ich ganz langsam meine Aufmerksamkeit wieder nach oben mit dieser Schwingung. Und jetzt hole ich mir in das dritte Auge mein mentales Bild, was ich jetzt vor mir habe. Wenn ich es vor mir habe, verbinde ich es mit meinem gewünschten Zustand, mein gewünschtes Gefühl. Die Absicht ist der Gedanke, mit dem Gefühl verbunden an meinem Willen, wo ich hin will. So drei Stufen. Und ich stehe auf diesem Plateau, vor mir diese drei Stufen, und rechts daneben steht ein Wächter mit dem Schlüssel in den Armen. Und ich weiß, an diesem Wächter muss ich nicht nur vorbei, sondern ich brauche auch den Schlüssel. Den Schlüssel, um auf die nächste Ebene zu kommen, und von dort aus öffnet sich ein Fenster oder ein Schlüsselloch, wie ich hier oben vor dargestellt habe in einem Bild. Ein Schlüsselloch für mich in meinen Garten Eden, in das Himmelreich meiner Vorstellungskraft. Und sobald ich diese nächsten Stufen, drei Stufen hochgestiegen bin mit dem Schlüssel in der Hand, öffne ich dieses Tor oder Schlüsselloch und schon öffnet sich, kommt ein Lichtstrahl heraus. Und dieser Lichtstrahl zieht mich hinein. Und es öffnet sich in mir diese Welt, dieser Garten Eden. An dem Punkt komme ich jetzt zurück in meinen Alltagsbewusstseinszustand, den jeder für sich sollte diese Welt betreten, für sich allein oder auch zu zweit, wenn du einen lieben Partner an deiner Hand hast, wenn er mit dir das machen möchte. Das ist auch, du kannst dich auch mit deinem Partner verbinden, habe ich auch schon gemacht, um mich dann in diesen Garten Eden, in dein Himmelreich zu verbinden. Und noch ein ganz kurzer Empfehlung von mir, wenn du es schaffst, du wirst merken, wenn du das erste Mal an diesen Punkt kommst, wo dieser Lichtstrahl in dir hochkommt und dich hineinzieht, da wirst du an einem Punkt sein, wo du vielleicht stoppst, weil du diese Kraft und diese Energie nicht kennst und nicht gewohnt bist und nicht weißt, was geschieht. Dann ist kein Problem, dann brich ab, bis du irgendwann bereit bist, dich hinzugeben. Wirklich voll und ganz mit deinem ganzen Wesen hinzugeben, alles loslassen, sagt man auch in diesem Sinne. Und vor allem in der Gewissheit, sage ich mal, dass dein geistiger Führer, dein Engel oder Gott, wie du es nennen willst, dich führt. Und dass du auch dein Ziel damit erreichen wirst. Und wenn du dann durchgehst, durch diesen Strom und bist drinnen angekommen,
wirst du merken, es ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Du musst es erleben. Es durchströmt dich ganz und gar. Also Körper, Geist und Seele werden eins und verschmelzen zu einem Ganzen. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wo ich gar nicht versuche, es zu beschreiben, weil ich wüsste nicht, wie ich es beschreiben soll. Manche beschreiben es als Ekstase oder dergleichen. Also da denke ich gerade jetzt an den einen Film, wie heißt der? Harry und Sally. Kannst du mal googeln. Auf YouTube gibt es so einen Clip zum Lachen, muss ich sagen. Wer es noch nicht kennt, Sally beschreibt, dass eine Frau sehr wohl einem Mann einen Orgasmus vortäuschen kann. Und der Mann, der Harry, glaubt das nicht. Und sie sitzen da in einem Lokal oder Kaffeehaus. Und sie fängt dann da an, das musst du dir unbedingt geben, dieses Video, und täuscht da diesen Orgasmus vor. Und so am anderen Tisch sitzt eine ältere Dame. Und der Kellner kommt hin und fragt die Dame, was sie sich wünscht, was sie möchte. Und diese Dame deutet ihn auf die Sally und sagt, das, was diese Frau hat, möchte ich auch. Und das zum Schluss, ich muss mal sehen, ob ich das Video jetzt finde, dann stelle ich es hier noch herein. Es ist auf jeden Fall eine interessante, faszinierende Video zum Sehen. Bis zum nächsten. Danke.